So, das sind die Prinzen. Und ich stehe hier natürlich nicht ganz ohne Grund. Ich fungiere in diesem Fall mal als eine Art Hilfsprinz, weil wir gemeinsam zu sechst a cappella ohne Netz und doppelten Boden etwas singen möchten. Und zwar möchten wir uns einem ernsten Thema annehmen. Wir möchten einer Berufsgruppe eine Lanze brechen, die, wie wir finden, viel zu oft in der Kritik steht. Ich spreche von den vielen Männern und Frauen in den weißen Kitteln, die rund um die Uhr uns helfen und immer für uns da sind. Sie haben sicherlich erkannt, um wen es geht, den Toilettenmann. Baden, 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 Luna, oder Plagen, Luna, nicht beschweren, Luna, Mann im Klo. Dann gehst du kurzerhand bei ihm vorbei, Luna, denn er hilft und alle Luna, Menschen werden, Luna, Mann im Klo. Schnell rennen, schnell beschwerdefrei. Ja, der Mann im weißen Kittel, der verdient unseren Applaus. Doch ausgerechnet heute sieht er unzufrieden aus. Warum, 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 warum? Warum wird der Mann im Klo Samstagnacht nicht richtig froh? Schade, dass er traurig ist. Die Kunden haben sich verpisst. Sich verpisst. Warum wird der Mann im Klo Samstagnacht nicht richtig froh? Heute war noch keiner hier, denn er hat kein Klopapier. Denn das haben wir.